Jurassic Park 3 lässt euch irgendwie nicht los. Immer wieder erhalte ich Fragen von euch zu dem Thema. Kannst du nicht mal ein Video zu dem machen? Kannst du nicht mal ein Video dazu machen? Diese Frage bleibt noch offen. In einem vorherigen Video habe ich bereits darüber gesprochen, warum Dr. Alan Grant diesen seltsamen Traum mit dem Velociraptor hat. Das wurde sehr kontrovers von euch aufgefasst. Bin ich cool mit. Das Video habe ich dir gerade mal hier oben verlinkt. Das kannst du dir gerne noch nachträglich anschauen. In diesem Video geht es aber um eine andere Frage. Nämlich, wie zum Teufel ist Eric Kirby an den Urin vom Tyrannosaurus Rex gekommen? Ich habe hier eine Antwort für euch. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir erinnern uns ganz kurz zurück an die Ausgangssituation. Eric Kirby war zusammen mit Ben Hildebrand auf so einer Paragliding-Tour vor der Küste von Isla Sorna und ist dann eben durch spezielle Umstände abgestürzt und auf der Insel gestrandet. Während Ben leider den Verletzungen des Unfalls zum Opfer gefallen ist und eben gestorben ist, musste sich Eric wochenlang auf der Insel alleine zurechtfinden und um sein Überleben kämpfen. Später trifft er dann eben auf Dr. Alan Grant, der ihm auch genau dafür ein Lob ausspricht und ihm sagt, dass es schon heftig ist, dass du in deinem Alter in der Lage warst, so lange zu überlegen. Ein ganz großes Hilfsmittel beim Überleben auf dieser Dino-Insel war anscheinend ein Glas voll mit T-Rex-Pisse. Und Dr. Alan Grant fragt auch, Moment, wo hast du die eigentlich her? Darauf antwortet Eric einfach nur, fragen Sie lieber gar nicht erst. Und als Zuschauer denkt man sich, jetzt würde ich es aber schon ganz gerne wissen. Ich habe mal nachgeforscht, was dahinter stecken könnte. Und ich habe eine Antwort für euch gefunden, die jedoch allerdings so ein bisschen mit Abstand zu genießen ist. Denn die Antwort auf die Frage, wo Eric Kirby an den T-Rex-Urin gekommen ist, beziehungsweise wie er daran gekommen ist, stammt aus diesem kleinen Büchlein hier mit dem Titel Jurassic Park Adventure Survivor. Hier wird einfach Erics Überleben aus der Sicht von Eric beschrieben. Das heißt, es ist so ein bisschen wie ein Tagebucheintrag geschildert. Und wir bekommen erklärt, wie Eric es geschafft hat, auf der Insel zu überleben. Das Ganze ist nicht mehr Kanon. Und hier finde ich es sehr interessant, dass in allen Artikeln, in allen Videos, die ich davon gelesen habe, war immer wieder die Rede davon, dass dieses Buch nicht mehr Kanon ist. Ich dachte, das Buch wäre nie Kanon gewesen. Da könnt ihr mir vielleicht was zu in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr dazu in Erfahrung gebracht habt. Ich meine, das Ding wird auch irgendwie unter dem Titel Jurassic Park auf Amazon verkauft. Link habt ihr mal in der Beschreibung unten drin. Oder ich habe euch auch mal die Leseprobe bzw. das Hörbuch auf Englisch unten in die Beschreibung mit reingesetzt. Da könnt ihr das Ganze gerne euch auch nach anhören oder eben nachlesen über den Link bei Amazon. Wie dem auch sei, auf jeden Fall wird hier beschrieben, was denn passiert ist. Und näher an eine offizielle Erklärung kommen wir eben nicht ran, auch wenn das Ganze nun kein Kanon mehr ist. Aber es wird eben auch unter dem Namen Jurassic Park verkauft und vermarktet. Und deswegen ist das irgendwie das Nahbarste, was ich euch da jetzt präsentieren kann. Hier geht es darum, dass Eric Kirby erklärt, okay, was ist auf der Insel überhaupt alles passiert. Ist übrigens ganz cool geschildert und auch irgendwie sehr nachvollziehbar geschildert. Also es würde schon in den Film mit reinpassen, was er da alles auf sich genommen hat. Und Eric ist eben beim Überlebenskampf auf der Insel irgendwann auf einen Tyrannosaurus Rex gestoßen. Dieser T-Rex hat auf der Seite gelegen. In der Geschichte wird dann eben beschrieben, dass Eric nicht weiß, warum der T-Rex da so rumgelegen hat, ob er krank war oder was auch immer mit ihm passiert ist. Und Eric versucht dann über den Verletzten, den Schlafenden, den kranken T-Rex, wie auch immer, drüber zu steigen und hört dann irgendwann im Gebüsch ganz viel Geraschel. Zuallererst bekommt er Panik und dann beruhigt er sich aber wieder, weil er weiß, dass Ben Hildebrand mal gesagt hat, ey, auf der Insel gibt es eben nicht nur Dinosaurier, hier gibt es auch noch andere Kreaturen oder andere Lebewesen, wie Spinnen und Schlangen. Also hier muss es nicht unbedingt nur Dinosaurier geben, die dich fressen wollen, hier gibt es auch andere Tiere. Blöd gelaufen nur, dass auf einmal die Velociraptoren mal wieder aus der Ecke herausschießen und aus dem hohen Gras herauskommen und zuerst auf Eric losrennen. Eric schafft es dann aber, sich über den T-Rex, also er rennt auf den T-Rex hoch und springt vom Schädel des T-Rex aus auf einen Baum. Und auch hier bewegt sich der T-Rex so gut wie überhaupt nicht, deswegen wird die Theorie, dass der T-Rex irgendwie krank ist, macht dann da schon Sinn. Eric versteckt sich daraufhin aber eben auf dem Baum und die Velociraptoren fangen an, den T-Rex anzugreifen, der natürlich stark geschwächt ist und deswegen eine gute Beute abgibt. Der Rex schafft es allerdings, sich gegen die Raptoren mehr oder weniger zu verteidigen, bleibt jedoch weiterhin am Boden liegen und Eric verbringt eine ganze Zeit lang in den Baumgipfeln. Kurz darauf merkt er, dass da ein komischer Geruch ausgestoßen wurde. Und dieser Geruch sorgt dafür, dass die Velociraptoren Abstand vom Tyrannosaurus Rex halten. Also es ist wie so ein Verteidigungsmechanismus. Daraufhin merkt Eric, dass der T-Rex quasi einen Urin ausgestoßen hat. Und zwar eine starke Konzentration dieses Urin, was man auch von Tieren kennt, wenn die eben ihr Revier
Revier markieren. Denn ein Velociraptor würde es niemals mit einem gesunden, erwachsenen Tyrannosaurus Rex aufnehmen wollen. Das steht so in diesem Heft drin. In Jurassic Park 1 haben wir da was anderes gesehen. Aber lassen wir einfach mal das vorweg. Die Velociraptoren fühlen sich also abgeschreckt von diesem Duft, von dieser Markierung des Tyrannosaurus Rex. Daraufhin bekommt Eric die Idee, dass das Beste, was er machen kann, um auf dieser Insel zu überleben, ist unsichtbar zu bleiben, beziehungsweise er muss die anderen Saurier abschrecken. Schon während er auf dem Baum sitzt und darüber nachdenkt, okay, irgendwie muss ich an diesen Urin rankommen, sieht er aus der Ferne den Tanker, den wir dann später auch aus dem Film sehen, in dem er dann seinen Unterschlupf zusammenbaut. In diesem Tanker findet Eric eben ein Glas, also dieses Glas, was wir auch aus dem Film kennen, und kehrt später zum Tyrannosaurus Rex zurück. Dort wird ganz einfach der Urin aufgesammelt von dem kranken Tyrannosaurus Rex, der eben scheinbar krank ist. Und Eric hat dann damit die Flasche, mit der er sich dann die Dinosaurier, beziehungsweise die kleineren Dinosaurier, wir erfahren ja auch im Film, dass das bei größeren nicht zwingend funktioniert, aber die kleineren kann er sich damit vom Leib halten. Das ist jetzt die offizielle Erklärung aus einem Nicht-Kanon-Büchlein, wo es eben darum geht, wie Eric das Ganze überlebt hat. Ich finde das irgendwie okay. Ich meine, da gibt es so ein paar Sachen, wie dass er über den T-Rex-Schädel klettert und dann eben auf den Baum springt, wo man sich denken kann, na okay. Was mich an dieser ganzen Szenerie so ein bisschen stört, ist, dass Alan Grant ja auch wirklich Eric fragt, wie bist du an diese T-Rex-Piste gekommen? Und Eric sagt daraufhin, fragen Sie lieber nicht, so als wäre es etwas Peinliches, was passiert wäre. Und ich habe mir damals als Kind immer gedacht, okay, er ist irgendwie unter einem T-Rex gelaufen, der hat ihn nicht bemerkt. Und der Rex hat eben einfach auf ihn draufgepinkelt und dann hat er eben so den Urin bekommen. Das, was wir jetzt nämlich hier erfahren, ist ja schon wirklich fast eine heldenhafte Aktion, also eine abenteuerliche Aktion, dass er dann dagegen die Raptoren und er weicht den Raptoren aus und nimmt dann nähert sich einem T-Rex, der am Boden liegt, nimmt dann von ihm diesen Urin mit und das hört sich nicht an wie eine Geschichte, wo man sagen würde, fragen Sie lieber nicht. Das ist so mein Problem mit der ganzen Sache. Wie gesagt, das Ganze ist auch nicht offiziell. Es gibt keine offizielle Erklärung, die wirklich als Kanon zu verschreiben ist. Auch hier ist wieder einfach der Punkt, dass der Regisseur damit einen bestimmten Effekt beim Zuschauer erreichen wollte, dass man sich nämlich denkt, was ist da passiert? Und diesen Effekt würdest du natürlich kaputt machen, wenn du erklärst, was da passiert ist. Deswegen gibt es dafür keine offizielle Erklärung. Aber ich finde, das Ganze an sich macht es irgendwie schon Sinn, dass der Tyrannosaurus Rex versucht, durch eine Markierung am Boden oder an den Bäumen die kleineren Dinosaurier davon abzuschrecken. Ich weiß, es passt nicht ganz zu dem Verhalten, das wir von den Raptoren in den Filmen davor gesehen haben, weil da hatten die irgendwie keine Schwierigkeiten damit, den T-Rex anzugreifen. Aber Tiere sondern ja auch wirklich diesen speziell konzentrierten Urin aus, um eben ihre Reviere zu markieren, um eben zu zeigen, hier bin ich. Und deswegen macht das irgendwo schon Sinn, wenn man sich dieses Konstrukt jetzt nimmt und dann vielleicht dieses ganze wir springen über Saurier und Bäume Gedöns weglässt. Würde ich sagen, das ist eine ganz coole Erklärung, dass Eric so an den Urin rangekommen ist. Man könnte vielleicht sogar sagen, wenn Eric ganz schlau gewesen wäre, ich meine, ob das so funktioniert im wahren Leben, weiß ich nicht, ich habe es noch nie ausprobiert, würde es Sinn machen, wenn Eric selber vorher vielleicht irgendwie einen Baum markiert hätte, also dagegen gepinkelt hätte, um einen T-Rex zu provozieren, damit er da drauf pinkelt, um zu zeigen, das ist mein Revier und wäre so an den Urin gekommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Eric durch dieses Revierverhalten der Tiere an den Urin des Tyrannosaurus Rex gekommen. Wie gesagt, das alles ist nicht Kanon, das alles ist nicht offiziell, das ist aber einfach die logischste Erklärung oder die greifbarste, offiziellste Erklärung, die ich für euch finden konnte aus dem Buch Jurassic Park Adventures Survivor. Wie gesagt, das könnt ihr auch gerne nachlesen. Ich habe den Link von Amazon unten in die Beschreibung reingesteckt. Oder wenn ihr eben sagen wollt, nee, ich will mir das einfach nur anhören, habe ich euch das englische Hörbuch unten auch in die Beschreibung reingesetzt. Und auch wenn ihr der englischen Sprache nicht komplett flüssig mächtig seid, ist das ganz verständlich gemacht. Das sind noch gar nicht allzu viele Kapitel. Ich glaube, ich meine, es sind 12 oder 13 Kapitel. Dann ist das Ganze auch schon abgeschlossen. Hört auf jeden Fall mal rein und schreibt mir jetzt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was ist eure Meinung? Wie könnte Eric sonst noch an den Urin gekommen sein? Was ist denn so peinlich, was er Alan Grant nicht erzählen will? Oder sagt ihr, ey, ist doch vollkommen cool, das nehmen wir einfach mal so hin, was du uns erzählt hast, das passt schon. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann, ciao.